Hallo und willkommen auf dem Minimalistischen Marketing Podcast. Mein Name ist Aline Pelzer und ich bin die Gründerin der Minimalistischen Marketing Community. Du bist hier richtig, wenn du dein Marketing minimalisieren und deinen Umsatz maximieren möchtest. Auf diesem Podcast lade ich mir regelmäßig Experten und Expertinnen ein, die mit dir ihr Wissen teilen, und gleichzeitig verrate ich dir, wie ich meine Money Mindset Blockaden ja löse und es damit auch geschafft habe, meinen Umsatz 2020 zu verdreifachen und 2021 zu verdoppeln. Ja, und jetzt lass uns nicht lange warten, sondern direkt in die nächste Folge einsteigen. Heute habe ich mir die Sonja Gottschalk eingeladen. Und zwar ist Sonja Online-Marketerin und unterstützt Dienstleisterinnen, Beraterinnen und Coaches dabei, mehr Leads und neue Kunden online zu gewinnen. Und sie hat 20 Jahre Erfahrung in dem Bereich, was ich schon ziemlich beeindruckend finde, und macht, um es genau zu sagen, Performance-Marketing. Und jetzt werden die einigen oder anderen große Ohren bekommen, weil es ist das Thema SEO, Google Analytics. Und das ist doch ein Thema, wovor die meisten so ein bisschen zurückschrecken, weil es irgendwie, weil da dieses Technikgespenst hervorkommt. Liebe Sonja, ich bin so froh, dass du hier bist und uns ein bisschen mit in deine SEO-Welt nimmst. Was möchtest du ergänzen, oder war das schon ganz gut? Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich total, hier zu sein. Ja, nee, das war auf jeden Fall total super. Vielen Dank für die schöne Einleitung. Ja, was halt auch noch so ein bisschen zum Performance-Marketing gehört, das ist halt eben sowas wie Google Ads oder so. Mhm. Natürlich gehört da auch sowas wie Facebook Ads und so weiter zu oder E-Mail-Marketing, aber das, die letzteren beiden, das ist so das, wo jetzt nicht unbedingt so mein Fokus drauf liegt, sondern das mache ich halt eher für mich selber. Ja. Sonja, du hattest mir schon mal in einem Vorgespräch so ein bisschen erzählt, wie du eigentlich auf dieses Thema gekommen bist, und ich finde diesen Hintergrund super schön, den du mir da so verraten hast, weil du hast nicht einfach irgendwie von heute auf morgen entschieden, so, das ist jetzt das Performance-Marketing, was ich mache hier, sondern da hat dich, sagen wir mal so, das Leben auch wieder hingeführt, oder besser gesagt ein Hobby, richtig? Stimmt, ganz genau. Also das war tatsächlich nach dem Abi. Ich habe damals Musik gemacht und habe meine erste Webseite erstellt. Und ja, mir ging es tatsächlich wie ganz vielen meiner Kunden so ganz in den Anfängen. Du machst eine Webseite und denkst dann, du bist fertig. Und dann hast du die Webseite online und denkst so, okay, warum kommt dann da kein Besucher? So was Doofes, hast eine coole Webseite und du kennst es ja auch, du hast diese Euphorie und so weiter, du bist endlich live und stehst da voll hinter und ja, halt keinen interessiert. Das heißt, ich musste mich selber drum kümmern und mich selber einfach schlau machen, was gehört eigentlich dazu, dass du Traffic auf deine Webseite bekommst. Und damals war halt eben erschwerend noch der Faktor, dass ich logischerweise als Studentin keine Millionen an Budget hatte. Das heißt, ich musste zuerst mal gucken, wie ich organisch wachse, und habe dann mit dem Thema SEO als allererstes angefangen. Und dann kamen halt so nach und nach die anderen Themen alle dazu. Ich habe das auch während des Studiums immer viel weitergemacht, habe dann in Unternehmen tatsächlich auch im Marketing gearbeitet, Online-Marketing. Und habe dann 2014 gesagt, okay, jetzt ist genug im Unternehmen, jetzt will ich mein eigenes haben, und habe mich dann selbstständig gemacht. 2014 sagst du, ha? Huh? Genau, 2014. Wow, das sind schon 7 Jahre. Zu dem Zeitpunkt ging ja noch vieles auch bestimmt leichter organisch. Kurzer Exkurs hier für alle, die organisch und Ads und so weiter und so fort da gar nicht die Unterscheidung haben. Magst du das kurz erklären? Ja, sehr gerne. Also organisch sind all die Maßnahmen, wo du quasi Zeit investierst, und Performance Marketing ist das, wo du Geld investierst. So kannst du die ganz grob, ganz simpel voneinander unterscheiden. Beim organischen Marketing ist es so, dass du quasi was machst und darauf angewiesen bist, dass externe Faktoren sich so für dich entwickeln, dass du eben wächst, dass du mehr Reichweite bekommst. Das heißt, wenn du SEO ist zum Beispiel auch eine organische Maßnahme, die Suchmaschinenoptimierung, da optimierst du deine Webseite und ein paar kleine andere Stellschreiben auch noch so, dass du für Google gut auffindbar bist. Du bereitest deine Seite vor, damit Google dich gut verstehen, lesen und indexieren kann und eben listen. Mhm. Und dann können Leute dich eben finden. Ganz anders ist das beim Performance-Marketing. Da brauchst du gar nicht so viel auf deiner Webseite zu haben, zu machen und so weiter. Du kaufst quasi Reichweite ein.
und wirst damit sichtbar und machst damit Marketing. Und letztendlich, das ist immer ein Zusammenspiel von beiden, beides in Kombination macht am meisten Sinn. Deswegen habe ich halt auch eben so natürlich diesen starken Fokus auf Performance-Marketing, wo ich immer sage, ich habe gerne einen Hebel für meine Kunden, wo ich denen weiterhelfen kann, wo ich sagen kann, das machst du jetzt und innerhalb von der und der Zeit, da kommt da auch das und das raus. Und das aber zu ergänzen mit organischen Maßnahmen, um eben Kosten zu senken, effizienter zu werden und auch die Kunden wirklich an allen Punkten ihrer Customer Journey, also an der Reise von der ersten Entscheidung, ersten Recherche bis hin zum Kauf oder Auftragsabschluss oder so, um da auch wirklich alle zu erreichen, da macht das Sinn, dass man sich halt nicht nur immer auf eins fokussiert. Und ja gut, da halt mein Ziel ist auch, das alles für meine Kunden effizient zu machen und für mich natürlich auch, habe ich da auch einen sehr starken Fokus auf Analyse und diese ganzen Dinge, weil wir natürlich alle wachsen möchten, aber nicht unbedingt zu immensen Kosten. Genau, das ist, glaube ich, auch das Stichwort. Es war eine Zeit lang, wurde immer wieder gesagt, oh, Facebook schränkt die Reichweite ein. Ja, haben sie auch getan und so weiter. Kannst du dich noch an eine Zeit erinnern, wo es leichter oder ja vermeintlich leichter war, organisch zu wachsen? Ja, tatsächlich. Allerdings, so auf Facebook bezogen, habe ich damals selbst für mich noch gar kein Facebook genutzt. Also natürlich, ich hatte einen Facebook-Account, wie halt eben jeder so, aber Facebook-Marketing, den Einstieg, den habe ich tatsächlich übers Performance-Marketing bekommen, also über Facebook-Ads, als ich das für mich selber gemacht habe. Und ansonsten, ja gut, im SEO-Bereich, da habe ich sämtliche Abenteuer mitgemacht, die es so in den letzten 20 Jahren gab. Also als ich angefangen habe, da gab es noch keinen, natürlich gab es Google, recht bald, aber das war alles komplett anders. Also du konntest sehr viel manipulieren und es gab auch Phasen zwischendurch, wo der beste Entwickler auch der sichtbarste Mensch in den Suchergebnissen war. Ja. Wenn du einfach zig Varianten von einer und derselben Seite bauen konntest, mit denen du dann einfach so mal die ersten 5 Seiten für dich in Anspruch genommen hast, was heute nie im Leben wieder möglich wäre. Ne? Weil die Nutzerfreundlichkeit total drunter leidet, sowas möchte Google nicht. Aber all diese Sachen konntest du und du warst am Anfang und es gab auch keine Online-Kurse oder sowas in der Richtung. Ne? Das heißt, du musstest dich austauschen in Foren und dann irgendwen finden, der irgendwas weiß, der irgendwen kennt, der irgendwie, ne? Der es dir auch verrät. Ja, und dann hat man sich so ausgetauscht und dann kam wieder irgendwie was Neues und es war halt so ein bisschen so, man hat sich wie so ein Spion gefühlt, der halt so den richtigen Weg zum Erfolg irgendwie sucht und es war halt alles ein bisschen intransparenter damals. Aber da, wenn du halt da auf das richtige Pferd gesetzt hattest, dann konntest du halt sehr schnell, sehr stark wachsen in manchen Bereichen. Aber schön, dass du das auch hier nochmal für uns darlegst und reflektierst, weil das heißt ja, früher war auch nicht alles besser. Also nein, es war verrückt. Also ja, es ist, nee, also jede Zeit und jede Möglichkeiten, die bringen so ihre Chancen und ihre Hürden mit sich. Auch zum Thema Tracking, ne? Also jetzt motzen alle zum Beispiel, dass du bei Facebook nicht mehr so viel tracken kannst und das ist irgendwie nicht, ich kenne noch die Phase, wo es gar kein Tracking gab oder kaum eins, ne? Und wo ich jetzt so sage, ja, ist halt eben wie früher, kommt man halt mit klar, ne? Man wünscht sich das anders, weil man weiß ja, es in der Theorie, so technisch geht es besser. Aber da kommt man dann aber zum Glück auch mit klar, weil man kennt es halt. Gehen wir mal davon aus, jetzt hört jemand zu und die Person hat gar keine Ahnung von Tracking. Magst du uns da noch mal kurz aufklären, was es damit auf sich hat? Ja, schönes Thema. Also ist eins, nein, es ist ja. Ja, ich finde ja auch. Beine, ne? Weil wir wissen, das, was man damit erreichen kann, ist super, aber sich damit zu beschäftigen, das ist dann nochmal so manchmal eine Hürde. Tracking ist einfach dafür wichtig. Durch Tracking implementiert man bestimmte Codes in seine Webseite, seine Maßnahmen und die geben einem die Möglichkeit nachzuvollziehen, welche Erfolge man im Online-Marketing erreicht. Das heißt, wie viel Kosten habe ich zum Beispiel pro Kunden, der sich für mein Newsletter anmeldet oder wie viele Klicks und so weiter, wie viele Besucher brauche ich über Google Ads, bis da jemand sich mal irgendwie eine Bestellseite oder irgendwas anguckt oder einen Telefontermin vereinbart oder so. Und es ist eine super wichtige Sache, ohne die man tatsächlich aus meiner Sicht jetzt im Online-Marketing in der aktuellen Zeit überhaupt nicht starten sollte. Einfach, weil es wichtig ist zu wissen, was läuft gut und was läuft schlecht, um dann wirklich sich eine Strategie zu überlegen, wie man wachsen kann. Nämlich indem man halt eben mehr von dem Guten tut und weniger von dem, was halt eben nicht gut läuft. Ja. Was
immer beides vorhanden ist. So. Ja. Und jetzt, jetzt kommt gerade für mich auch so dieses Bild nochmal zustande, Track, einen Trail gehen sozusagen, tracken. Das ist ja auch so, du verfolgst eigentlich die Fußspuren zurück zu deinem Kunden oder zu... Genau. Und jetzt, wenn ich darf, Gott, ja. Und ich setze jetzt noch einen drauf, Sonja. Und ja. Was sollten wir machen, wenn wir uns in einem Gebirge oder so befinden, das wir nicht kennen? Ein Reiseführer, also dich an der Stelle. Das stimmt. Ich dachte so, oh Gott, ich gehe niemals in ein Gebirge, wo ich mich nicht auskenne, alleine. Das ja. Stimmt allerdings. Nein, also das ist halt eben gerade deswegen, weil ich sehe, dass da so viel Potenzial drin steckt. Und weil, ich muss jetzt auch selber lachen. Die darfst du gerne benutzen, die wird haben. Ich notiere mir das hier für meine nächsten Live-Videos und so weiter. Ja, jetzt habe ich einen roten Faden verloren. Moment. Das ist... So, pass auf, Tracking. Nein, bitte. Da sehe ich aber auch total das Potenzial drin, weil das nicht unbedingt der erste Punkt ist, mit dem man sich auseinandersetzt. Ja. Und ich sehe das bei ganz vielen Kunden, mit denen ich so zusammenarbeite. Ich berate auch zum Teil so eine Handvoll Kunden im Bereich Google Ads. Ja. Und schaue mir halt dann natürlich zum Beginn deinen Konten an und sehe dann halt eben, die starten ganz ohne das. Das heißt, die kippen an der einen Seite Geld rein, hoffen, an der anderen Seite kommt was raus, aber letztendlich, was kommt da an Ergebnissen? Das ist so ein Bauchgefühl, das weiß man halt eben nicht. Und da habe ich mir auf die Fahne geschrieben, den Menschen halt eben weiterzuhelfen, die genau an diesem Punkt sind, ihnen halt eben zu zeigen, okay, was kannst du alles daraus lernen, aus dem, was du tust? Wie kannst du wachsen mit dem, was du tust? Und was sind die Entscheidungen, die du da zu treffen hast? Und deswegen ist das für mich, egal in welchem Bereich ich einen Kunden berate, für einen Kunden arbeite, einen Online-Kurs mache oder irgendwas, ist das für mich zwangsweise in allen Themen immer mit drin, in allen Beratungen, in allen Kursen und so weiter, weil das die Basis ist. Du kannst nicht einfach mal losmarschieren und sagen, ich mache jetzt mal und wenn mir das gefällt, dann mache ich weiter, weil wir machen ja alle Business, es geht ja nicht darum, so Fun zu haben, sondern wir wollen irgendwo hinkommen, irgendein Ziel erreichen und da musst du schon irgendwo wissen, wo du stehst, um darauf aufbauen zu können. Ja, wann würdest du sagen, ist der richtige Zeitpunkt in Ads und Co. zu investieren? Wann sollte ich mich damit befassen? Eigentlich direkt. Also ich glaube vor diesem Ganzen, wenn du ein Business startest, dann ist vorher ganz wichtig, dass du die Business-Grundlagen dir gut überlegt hast und dass du auch ein Budget für Marketing hast, weil, sei mal ganz ehrlich, wenn du nur auf Mundpropaganda und so weiter angewiesen bist, das ist halt eben echt schwer, ne? Das heißt so, für Kunden, die dich nicht kennen, bist du online zuerst mal echt schwer auffindbar, wenn du das nicht machst. Ne? Wie gesagt, bist auf Mundpropaganda angewiesen, auf irgendwelche Faktoren, die du gar nicht so hundertprozentig steuern kannst und jetzt speziell auf Google Ads bezogen. Du weißt halt auch in jedem Moment, wo du das nicht machst, wo du nicht sichtbar bist, da verlierst du potenzielle Kunden an deine Konkurrenz. Und ja, dann trittst du halt eben so ein bisschen an der Stelle und es fühlt sich halt echt nicht schön an, ne? Mhm. Und ja, du fühlst dich dann vielleicht, dann kommt da dieser Punkt, wo du das Online-Marketing in Frage stellst. Das heißt, du fühlst dich irgendwie unsicher und du hast ab dem Punkt dann auch erst recht Angst, Geld zum Fenster rauszuwerfen. Ja. Das ganze Thema Tracking, was ich gerade halt erklärt habe, was super wichtig ist, das kann einen am Anfang mal ein bisschen erschlagen. Das führt zu noch größerer Unsicherheit und man fühlt sich so ein bisschen überfordert. Und ich glaube, was wir halt eben so alle wollen, das ist halt eben genau über Google, weil da die Leute ja suchen, die sagen uns ja schon, was sie haben wollen, ja. Ne? Dass wir da sichtbar sind, uns direkt die nehmen können, die uns auf dem Präsentierteller sagen, dass es unsere Kunden sind, ne? Und wir wollen halt eben alle ganz viele Conversions und neue Kunden online gewinnen und vor allem halt eben auch Wachstum, weil was wir wirklich wollen, das ist irgendwo, dass wir wie so ein Sog sind, ne? Der die passenden Kunden an uns zieht. Und wir wollen Unabhängigkeit, wir wollen das verstehen, was da abgeht. Und wir wollen ein gesund wachsendes Business führen, was uns halt natürlich auch in allen anderen Lebensbereichen sehr viel mehr Freiheit schenkt. Und da ist es halt ganz wichtig, dass man sich direkt am Anfang mit so Themen, zum Beispiel wie Google Ads und so,
auseinandersetzt, um einfach auch zu schauen, was kann ich tun oder was kann ich heute schon vorbereiten, damit mir auch ein Wachstum sicher ist und nicht, damit ich nur einfach so meine Kosten decken kann. Ja, würdest du sagen, Google Ads ist ein Buch mit 7 Siegeln oder ist es für jeden auch vielleicht für jeden Unternehmer oder Unternehmerin lernbar? Das ist für jeden auf jeden Fall lernbar, aber es gibt bestimmte Dinge, wenn du einfach so losstartest, die sagt dir zum Beispiel Google nicht. Google ist so das Tool, wenn du das jetzt mit anderen wie Facebook oder so vergleichst, du findest mega, 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 mega viel Hilfe. Allerdings konzentriert sich diese Hilfe auf das Tool, auf Google Ads, wie du das bedienst, wie du das optimierst. Und das ist, also es gibt für diese Themen, es gibt auf jede dumme Frage, gibt es da 10.000 Antworten, die alle mega hilfreich sind. Ne? So. Aber was du alles so vorbereiten musst, zum Beispiel, wenn du mit Google Ads startest, das erfährst du natürlich nicht von Google. Das ist deine Sache, dass du dich zuerst mal mit Themen auseinandersetzt. Deswegen, weil ich das auch so wichtig fand und weil ich sehe, dass steckt unheimlich viel Potenzial mit drin. Es ist auch so ein Thema, was ich halt in meinem neuen Gruppencoaching mit aufgegriffen habe, in der Search Mastery. Denn es ist ganz wichtig, dass du quasi dich zuerst mal darauf vorbereitest, dass du die Möglichkeit hast, da das meiste rauszuholen. Das heißt, du setzt dich mit der Customer Journey auseinander. An welchen Punkten haben deine Kunden, also an welchen Punkten von auf der Reise zu dir und auf der Reise zu ihrer Entscheidung, an welchen Punkten haben die welche Bedürfnisse und wie kannst du die abgreifen und wie kannst du damit umgehen? Denn es gibt nicht einfach so, viele denken, Google Ads ist, du gibst Geld aus, zahlst für Klicks, schaltest eine Anzeige und dann kommen Leute. Ja, leider ist es ja nicht. Das ist es eben nicht. Also das kannst du machen, aber dann wirst du eben sehr viel zahlen und du kannst, wenn du diese ganzen anderen Dinge im Vorfeld gut planst, vorbereitest, dann hast du halt, wenn es darum geht, zum Beispiel Leads zu generieren oder Termine, wenn du Steuerberater bist oder ein Arzt oder so, wenn quasi dein Ziel von Google Ads ist, Termine für dich als Dienstleister oder so zu bekommen, und du hast ein Terminvereinbarungstool, dann kann das schon mal sein, dass du halt nur 20% von dem Geld ausgibst für einen neuen Termin, den halt jemand, der unstrukturiert arbeitet, da sonst zahlen müsste. Und das ist halt eben, das ist so ein mega Potenzial, ne? Denn wenn du dir vorstellst, du zahlst halt irgendwie mal das Fünffache, das bedeutet aber auch, dass du nicht so wachsen kannst, wie du eigentlich könntest, ne? Weil du eigentlich für das gleiche Budget viel mehr an Ergebnissen haben könntest, viel mehr Erfolg haben könntest. Und das ist so das, was ich ganz häufig sehe, wenn ich die Zusammenarbeit mit Kunden starte, ne? Dass die gestartet sind, dass die nicht richtig was falsch machen, aber die machen nicht alles richtig, was du machen könntest und zahlen dadurch viel mehr beziehungsweise kriegen viel weniger Ergebnisse für das gleiche Geld. Und das ist halt eben schade. Und das ist so das, wo ich mich darauf fokussiert habe, das halt in Ordnung zu bringen. Ah, das ist super. Das ist super. Und jetzt vielleicht so eine kleine fortgeschrittene Frage. Wenn ich mich mit Facebook-Ads bereits gut auskenne, ist es dann ähnlich, ist es ähnlich zu Google-Ads oder sind es nochmal zwei unterschiedliche Tools? Die sind schon unterschiedlich. Mhm. Vor allem sind die in Teilen, also wenn es jetzt nur um die Suchanzeigen in den Suchergebnissen geht, dann beziehen die sich auch auf andere Teile in der Customer Journey. Das heißt, auf Facebook, da targetest du ja Interessen der Nutzer. Das heißt, du sagst, du möchtest Nutzer erreichen, die das und das Interesse haben. Genau. Du weißt nicht, was die da gerade machen, wenn die Anzeige sehen. Ne? Du weißt, die sind auf Facebook, haben das und das Interesse generell, aber vielleicht sind die gerade kurz da, weil die mit irgendwem schnell im Messenger irgendwas rumschreiben wollen und dann sind die wieder weg. Ne? Das heißt, mit den Display-Anzeigen, du störst die Leute immer so ein bisschen, beziehungsweise du musst mehr um deren Aufmerksamkeit kämpfen. In Google suchen die Leute, die geben ihr Wort ein, die sagen es auf dem Präsentierteller, also wenn es um Suchanzeigen geht. Ne? Du kannst damit auch mit größerem Budget dann Display-Werbung machen, das ist nochmal was anderes. Da musst du bei Google dann tatsächlich auch mehr Geld in die Hand nehmen als bei Facebook, damit es gut läuft. Aber auch der Algorithmus, der ist ein komplett anderer. Das heißt, bei Facebook haben wir eben ja kurz vorher noch darüber gesprochen, du machst das und ja, dann guckt man halt so, ob es funktioniert und oh, wenn was funktioniert, bloß nichts anpacken und und es kann halt sein, ne, dass eine Anzeige, da hast du eine Idee und startest die, die läuft mega gut, dann machst du was irgendwie fast genauso ist, machst es einen anderen Tag und die versickert voll im Sand und keiner reagiert drauf und nichts und du musst die pausieren, weil alles irgendwie von Eimer ist und so ist es halt bei Google Ads nicht. Ne? Da profitierst du ungemein von einem Algorithmus, der ist halt unheimlich schlau.
Ne? Das heißt, sofern du halt eben Tracking nutzt und Google an deinen Insights, die du da gewinnst, teilhaben lässt. Ne? Ja. Das nennt sich dann Conversion Tracking. Da werden Infos über deine Ergebnisse, die du damit erzielst, an Google weitergegeben. Und da hast du natürlich dann die Möglichkeit, Google automatisch deine Kampagne optimieren zu lassen. Und Google macht das, wenn du sagst, mein Fokus ist auf dem und dem Thema, dann beziehungsweise das und das soll mein Ergebnis sein, dann macht das Google automatisch für dich. Mhm. Und du hast immer noch einiges zu tun, aber wenn du eine Kampagne hast, die du richtig gut aufsetzt und so, dann pausierst du die nicht irgendwie so nach 3 Tagen, weil du das Gefühl hast, ach nee, das war jetzt nichts, wie es halt mal bei Facebook sein kann, sondern nee, die hast du dann auch mal ein Jahr laufen oder mal anderthalb, dann änderst du hier und da Kleinigkeiten und natürlich auch da gibt es halt so seine Grenzen, ne? Da ist es auch so, wenn du eine Anzeige halt mittendrin bearbeitest, ja, dann musst du noch mal ein bisschen lernen und so weiter und da gibt es halt auch Do's und Don'ts, aber so von der Herangehensweise auch, wie man mit diesen Kampagnen dann umgeht, das ist was anderes. Also Facebook Anzeigen, habe ich im Vergleich dazu immer die Erfahrung gemacht, dass die sehr betreuungsintensiv sind, weil du ständig ein Auge drauf haben musst. Ja. In Google Ads ist das nicht so. Da ist es eigentlich so, wenn du Kampagnen hast, die gut laufen, du musst ein Auge drauf haben, weil immer neue Potenziale auftauchen und um die musst du dich kümmern. Aber es ist so rein von der gefühlten Sicherheit, man hat ja nie eine absolute, aber da ist man da doch ein bisschen stabiler unterwegs. Man hat nicht immer diese Achterbahnfahrten von wegen heute Leadpreis 50 Cent, morgen Leadpreis 4,80 Euro. Das und also das gut, dass du das sagst, weil in dem Moment, du hast komplett recht. Also letztendlich hole ich mir bei Google die ganzen Kunden eigentlich wie auf dem Präsentierteller, die sind da schon, sagen, hey, ich will dein, also das ist der große Vorteil, ja. Und wenn ich mir so überlege, meine Facebook-Ads, da bin ich eher der Bittsteller mit, ne? Da sage ich immer, hey, guck mal, hab was Schönes für dich. Also so, ja, du bist halt so gesagt, ähnlich wie, ne? Wie im Urlaub halt am Strand vor den Restaurants, der Typ, der halt eben sagt, so, wolle Lose kaufen? Genau, wolle Lose kaufen? So. Und ja. Und bei Google bist halt du diejenige, die in den Blumenladen geht für die Rose. Ja, spannend. Wie gesagt, also wenn man sich auf Suchanzeigen bezieht, du kannst auch Display-Werbung machen bei Google. Das funktioniert nochmal ein bisschen anders. Das geht dann auch über Interessen und weiß der Teufel was noch alles. Da gibt es ganz viele Sachen, die du machen kannst. Aber so, wenn du jetzt dich nur auf die Suche fokussierst, und das ist immer was, wo ich auch sage, dann solltest du am Anfang starten. Ne? Du hast die Möglichkeit, auch mit Suchanzeigen die Leute in ihrer ganzen Customer-Journey zu erreichen. Du musst halt nur wissen, wie die sich verhalten und wie sich die Suchanfragen verändern im Laufe der Customer-Journey. Ne? Und das ist sowas, was ich auch halt in der Search Mastery direkt am Anfang halt eben mitmache, weil das ungemein wichtig ist und manchmal denkt man da gar nicht drüber nach. Du denkst halt eben, jemand, der das und das haben will, der sucht halt danach und dann kauft er das und naja, so ist es nicht immer. Also es braucht da schon ein bisschen mehr Vorlauf und mehr Vorarbeit auch hinten, wenn du wirklich wachsen willst, ne? Weil du kannst immer ganz schnell so ein paar Quick-Wins abgreifen und dir halt genau die suchen, die genau dein, ich sag jetzt mal, Produktangebot, was auch immer, eintippen. Aber du hast natürlich bei den anderen, wenn du die schon ein bisschen früher erwischst, auf andere Arten, durch andere Begriffe und so weiter, hast du halt den Vorteil, dass du vielleicht eher auch die Leute in dein Thema mit reinbringst und dass du die halt eben so ein bisschen aufklärst über dein Thema, was natürlich ein riesen Vertrauensvorteil ist. Wenn du einen hast, der kurz zu seiner Entscheidung steht, der hundertprozentig weiß, was er will und dass er auch am besten heute noch kaufen will, das ist dann jemand, der sucht sich den Dienstleister oder den Berater, was auch immer, Coach, der in diesem Moment auf ihn den besten Eindruck macht. Der ist nicht besonders loyal oder sowas, der kennt einen dann auch noch nicht lange. Der sagt halt so, das mache ich jetzt gerade. Ob der länger Kunde bleibt, ob der ein anderes Angebot zukünftig in Anspruch nimmt, weiß man bei dem nicht so genau, denn man hat den halt gerade erst kennengelernt. Bei den anderen, die du quasi mit reingeholt hast in dein Thema, das ist nochmal ganz was anderes. Das heißt, da ist es halt dann eben möglich, dass du halt die schon ein bisschen vorher auch abgreifst und quasi in dein Bann ziehst und die so ein bisschen aufklärst, sodass die halt wissen, okay, die Aline ist die absolut beste Anlaufstelle für das Thema minimalistisches Marketing. Deswegen, wenn ich da irgendeine Frage habe, warum sollte ich woanders hingehen? Ne? Ja, es macht total Sinn. Und ich finde auch,
Es ist so spannend, was du da so alles zu erzählen hast. Also dieses ganze Thema. Also man merkt wirklich, du hast, ja klar, also ich lade mir hier da nur Experten und Expertinnen an. Ja, also bitte. Ne? Aber das ist wirklich, also das geht in so eine Tiefe rein. Also ich finde es wirklich beeindruckend, wenn du sagen würdest, was dir immer wieder bei deinen Kunden auffällt. Was sind die drei größten Fehler, die die machen am Anfang, bevor sie mit dir gearbeitet haben? Ne? Ja, viele, viele starten einfach und viele machen sich gar nicht so die Gedanken über den Kunden, sondern machen sich sehr viele Gedanken darüber, was mache ich, welche Keywords muss ich buchen, damit ich Geld mache. Und das ist so der erste Fehler, also zu wenig kundenzentriert zu arbeiten und sich nicht vorher eine Struktur aufzumalen und zu sagen, okay, ich habe die und die Themen und da sollte ich mich dann vielleicht aus Kundenseite auch noch um das und das Thema kümmern, weil das vielleicht für den Kunden sehr relevant ist, für mich aber nicht so, weil ich weiß ja, was ich anbiete und ne, manchmal herrscht da so eine gewisse Betriebsblindheit und nicht irgendwie so direkt. Für nicht jeden, viele, viele kommen ja dann auch gar nicht so stark aus dem Marketing, ne? Und jemand, der Genau. nicht Marketing macht, der denkt da vielleicht nicht im ersten Moment so Ja. intensiv drüber nach. Ja, dann zweiter Fehler, ganz klar halt eben ohne Tracking starten, ne? Weil alles Geld, was du vorher in dein Konto rein investierst, es kann sein, dass du Glück hast. Ne, und dass es alles so läuft. Aber du kannst manche Kampagnensteuerungsmechanismen, die kannst du einfach gar nicht nutzen. Und das sind aber die, die dein Marketing richtig effizient machen. Das heißt, Wachstum ist da irgendwie nicht so richtig möglich. Und insofern Tracking ganz, 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 ganz wichtig. Und wenn man weiß, was man da tun muss, dann ist das eigentlich auch relativ schnell erledigt. Also ich habe tatsächlich in der Search Mastery haben wir haben halt da vier größere Coaching-Sessions und wir haben genau eine dazu, wo wir das halt live zusammen machen werden und danach ist das Thema gegessen. Das heißt, du kannst Minimalistisch, ja. ne? Also es gibt halt eben bestimmte, das richtet sich ja an Dienstleister, Coaches und Berater und du hast ähnliche Ziele. Du möchtest Leads generieren, du möchtest natürlich Kunden gewinnen, du möchtest Erstgespräche vereinbaren und so weiter. Und genau für diese Ziele gibt es eben bestimmte Dinge, die musst du tun, aber du musst dich nicht um den Rest kümmern. Und genau das machen wir. Das heißt, die Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die lernen da halt eben, worauf muss ich mich fokussieren? Und den ganzen Rest, da bewahre ich die vor, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen. Und deswegen, vor allem, wenn wir das halt eben live online zusammen machen und jeder, der halt eben so ein bisschen, wir sind ja nur 9 Teilnehmer dann, ne? Oder halt eben je nachdem weniger, dann kann man auch schnell mal die Hand heben und sagen, oh, ich habe mich verirrt, wo bin ich gerade? Ne? So, ne? Das heißt, ohne Tracking sollte man auf jeden Fall nicht starten, den Kunden nicht außer Acht lassen. Ja, und dann gibt es halt eben so. Ein so ein Ding, was ich ganz fürchterlich finde, wo ich aber vollkommen nachvollziehen kann, dass es das gibt. Und zwar gibt es, wenn du als Neuling mit Google Ads einfach so dich selber auf den Weg machst, dann gibt es den sogenannten Smart-Modus. Das ist, das sind Schwimmflügelchen quasi. Das heißt, von Google Ads, die bekommst du, damit du nicht untergehst, aber wirklich schnell schwimmen kannst du damit auch nicht. Das heißt, das ist ein Modus in deinem Konto, der dir die ganze Arbeit mega erleichtert. Das heißt, der spart richtig viel Zeit. Du kannst damit ganz flott deine ersten Anzeigen live bringen, aber das Ding hat eben auch Grenzen, ne? Du kannst nicht alles so stark beeinflussen und das musst du aber können, um zu wachsen. Wenn du allerdings so gar kein Know-how hast, dann kannst du natürlich mit diesem anderen, mit dem Expertenmodus, dann kannst du dir vielleicht ein paar Steine in den Weg legen, von denen du gar nicht weißt, dass es welche sind. Ne? Das heißt, dieser Modus hat schon so oder so auf seine Art seinen Sinn. Deswegen, ich finde gut, dass das Ding da ist, weil ich glaube, sonst würde ich manche andere Desaster in den Konten meiner Kunden so zu Beginn der Zusammenarbeit finden. Nichtsdestotrotz, das ist so ein kleines bisschen auch ein Wachstumshemmer, weil du nicht so viel testen kannst, nicht so viel selbst beeinflussen kannst. Insofern mache ich immer als allererstes, wenn ich mit irgendwann zusammenarbeite, mache ich diesen Smart-Modus aus, damit wir wirklich die Chance haben, voranzukommen. Und mit dir brauchen sie ja keine Schwimmflügelchen, ne? Das Du bist ist ja die genau, ne? Schwimmtrainerin dann. Wir lernen richtig schwimmen und wir lernen auch schnell schwimmen und das geht dann. Mega cool. Vielleicht magst du uns gerade noch ein bisschen was über deine Search Mastery verraten. Ja, super gerne. Das ist ein 4 Wochen Gruppencoaching zum Thema Google Ads.
Das heißt, in diesem Coaching, das startet am 5.11., der erste Coaching-Session. Und da lernst du einerseits natürlich, wie du innerhalb von 4 Wochen deine ersten Conversions, das heißt deine ersten Erfolge in Google Ads erzielst, aber die wirst du auch erzielen. Das heißt, wenn du an unseren 4 Coaching-Terminen teilnimmst, dann hast du keine Chance, keine Ergebnisse zu bekommen und keine Erfolge zu sehen, weil es einfach so ist, wie ich gerade gesagt habe, wir erreichen die Kunden, von denen wir wissen, dass sie zu uns wollen. Wir setzen alles so auf, wie es sein muss, wie man halt eben auch es aufsetzen sollte, dass man zukünftig wachsen kann. Und ja, das ist halt eben so das Besondere von der Search Mastery, dass wir wirklich Hand in Hand die ganze Zeit zusammenarbeiten und dass die TeilnehmerInnen auch die Möglichkeit haben, sich unter der Woche, also es gibt Hausaufgaben, ne? Ja, wenn man immer mal so ein paar Themen hat, wo man dann auch alleine für sich an der Webseite was verändern möchte und so. Und wo die Leute unter der Woche eben auch die Möglichkeit haben, sich Feedback von mir einzuholen, wo die wirklich, denn das ist, das habe ich festgestellt, ich kriege das sehr schnell selber hin, Anzeigentexte für irgendwen zu schreiben oder zu sagen, schreib das und da und da und da. Aber wenn man das dann selber für sein eigenes Thema adaptieren muss, dann steht man manchmal so ein bisschen wie der Ochs vorm Berg und denkt so, es klingt irgendwie alles, es ist so, ja. Ne? Und dann bringt das nichts, wenn ich die Leute da unter der Woche alleine mitlasse und dann am nächsten Freitag sage, so, und welche Probleme hattet ihr? Weil dann kommen ganz viele. Dafür gibt es halt die Möglichkeit, dann mich unter der Woche auch zu kontaktieren, beziehungsweise in einer Facebook-Gruppe, die wir halt zum Austausch dann haben werden, wo man einfach mal einen Screenshot posten kann und sagen kann, hier komme ich nicht weiter oder so. Mhm. Oder was ich mir auch auf die Fahne geschrieben habe, gerade weil das so ein Thema ist, was, wenn du es von Anfang an, wenn du jeden Schritt 100%ig richtig machst, ist es total einfach. Wenn du aber auf Abwege kommst, dann kann es unangenehm werden. Deswegen habe ich gesagt, nein, ich mache da wirklich zuerst mal jetzt im ersten Step auf jeden Fall mein Coaching draus, um intensiv mit den Leuten zusammenzuarbeiten und um da auch nicht so viele Leute drin zu haben, weil ich da noch mehr Einblicke bekommen möchte. Mhm. Und deswegen habe ich auch gesagt, hör mal Leute, ich bin, also das weiß jeder, der sich darauf einlässt und der da teilnimmt, ich bin euer Coach und meine Arbeit, die ist fertig, wenn ihr fertig seid mit der Arbeit. Mhm. Das heißt, wenn ich von einem der Leute nichts höre unter der Woche, weil es die Möglichkeit gibt, hier mir Stände durchzumailen und so weiter, Feedback zu geben unter der Woche oder mal zu sagen, okay, das und das habe ich gerade geschafft. Die Leute, von denen ich nichts höre, die werden von mir hören, weil ich halt möchte wirklich, dass alle TeilnehmerInnen da wirklich vorankommen. Und ich weiß halt, es ist mega einfach, auf Erfolge zu kommen innerhalb dieser 4 Wochen, wenn man sich an diesem Prozess hält. Insofern werde ich da alles dran setzen, dass das möglich wird. Ja, super. Das hört sich auf jeden Fall total spannend an. Wenn man denn jetzt Lust hat, dich zu kontaktieren, die Mastery zu buchen oder generell dir zu folgen, wo können wir das tun? Ja, also ich habe tatsächlich eine Seite zur Search Mastery schon online unter sonjagottschalk.de/die-search-mastery. Mhm. Da kann man sich aktuell bewerben, weil es mir wichtig ist, dass die Kunden, die sich dafür entscheiden, dass die TeilnehmerInnen wirklich zu dem Thema passen und dass es insgesamt ein gutes Match ist. Ne? Auch die Leute, die in dem Coaching dann zusammen sind. Yeah. Nichtsdestotrotz wird es tatsächlich, weil natürlich manche Fragen immer wieder kommen, ich werde nächsten Freitag um 20 Uhr, gibt es ein Webinar und da werde ich einerseits nochmal ein paar coole Tipps geben, wie man innerhalb von kürzester Zeit mit Google Ads die Performance ein bisschen hochschrauben kann, sodass man mehr bzw. effizientere Conversions bekommt und da werde ich auch nochmal Schritt für Schritt durch die Search Mastery durchgehen. Nichtsdestotrotz, diese Möglichkeit, sich wirklich zu bewerben und intensiv mal in Ruhe mit mir darüber zu sprechen. Die wird es vor dem Webinar geben, danach wird es die nicht mehr geben, weil dann einfach die Zeit halt eben dafür zu kurz ist. Das heißt, man kann sich danach auf jeden Fall noch anmelden, muss aber dann selber für sich entscheiden, passt das zu mir oder passt das nicht. Das heißt, für Rückfragen wird dann einfach aufgrund der Kürze der Zeit nicht mehr so viel Möglichkeit da sein. Nichtsdestotrotz, im Webinar gibt es natürlich ganz viel zu fragen und da wird es halt eben auch noch ein Freebie geben. Dann da werde ich für alle Teilnehmer habe ich noch Landingpage-Vorlagen, die halt für bestimmte Ziele, die du mit Google Ads erreichen kannst und möchtest, die da nochmal Vorlagen für gute Landingpages haben, weil das so der Punkt ist, wo du viele Nutzer auch verlieren kannst. Mhm. Sehr spannend. Ja, zum Abschluss frage ich immer meine
Gäste. Was ist das Zitat in deiner Selbstständigkeit, das dich getragen hat über all die Jahre? Ui, mein Zitat. Ui, du, da fragst du mich was. Irgendwann, ich glaube, das war in der 7. Klasse, hat meine Chemielehrerin zu uns gesagt, die Dinge, die du kennst und verstehst, vor denen hast du keine Angst mehr. Und das habe ich immer noch so im Hinterkopf, das trage ich immer so ein bisschen mit mir rum, weil das so unheimlich motivierend ist. Also das zeigt dir, und ich habe immer bisher in nicht nur beruflich, sondern auch in anderen Lebenssituationen gesehen, ja, wenn du versuchst, eine Sache zu verstehen und dich dahinter zu klemmen, dann wird die auf einmal entweder ganz einfach, oder wenn es eine Sache ist, wo du Vorbehalte hast, dann wird die transparenter, dann verstehst du das Ganze besser und dann ist es nicht mehr Angst und Unwissen, sondern du kannst wirklich für dich entscheiden, wie möchte ich da bewusst mit umgehen. Und das ist sowas, was nicht nur für mich, glaube ich, relevant ist, sondern auch tatsächlich so für diejenigen unter meinen Kunden und so weiter, die halt sagen, Tracking, die Technik, ich glaube, ich kann das mit der Technik nicht. Das höre ich ganz oft. Und meistens ist es so, wenn man es dann doch mal lernt und wenn man wirklich sich nur auf das fokussiert, was man selber braucht, ach, ganz so schlimm ist es gar nicht. Vielen Dank für diese Einblicke und das spannende Interview, liebe Sonja. Ja, dir vielen lieben Dank. Hat voll Spaß gemacht. Ja, schön. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da warst und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Ja, super. Danke. Den wünsche ich dir auch. Danke. Tschüss. Tschüss. So, das war's heute auch schon mit der Folge. Und wenn du weitermachen möchtest, dann komm doch in die minimalistische Marketing-Membership, ja? Dort hast du 2 Coaching-Sessions pro Monat mit mir sowie eine Community, die dich unterstützt und ganz, ganz viel weiteres minimalistisches Marketing-Material. Ich freue mich auf dich. Ich packe dir den Link hier unten in die Shownotes und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit einer minimalistischen Marketing-Podcast-Folge. Bleib gesund, deine Aline.